wunderschönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Es klingt so leicht und ist doch so schwierig, sein eigenes Leben leben. Also so handeln, so sein, wie man sein möchte, die Ziele, die man sich gesteckt hat, auch zu erreichen, das ist gar nicht so einfach. Aber meine Gäste heute Nachmittag, die werden uns beweisen, wer wirklich will, macht alles möglich. Das sagt auch mein erster Gast, hier ist die Franziska, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wer wirklich will, macht alles möglich. Das ist so ein weites Feld, nicht? Manche Menschen erreichen wirklich das, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Bei dir war es gar nicht so, du wolltest den Unfall nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Aber du wolltest unbedingt, weiterleben. Wieder gesund werden. In erster Linie weiterleben und in zweiter Linie gesund werden. Was ist genau passiert? Wie schwer verletzt warst du? Ja, ich hatte einen Verkehrsunfall und ich hatte 3 Halswirbelbrüche. Und ja, so quasi wurde ich schon aufgegeben, wie ich ins Krankenhaus gebracht wurde. Aber dann, als ich das erste Mal wieder meine Augen öffnete, spürte ich meine Arme nicht mehr, meine Beine nicht mehr. Ja, habe ich mir gedacht, jetzt ist aus mit mir. Ich wurde dann dort 10 Tage versorgt im Krankenhaus und dann nach Hause geschickt, so ungefähr, ja, man kann mir nicht mehr helfen. Bin dann in weiterer Folge immer wieder mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden und zur Kontrolle, so routinemäßig. Und nach 6 Monaten hatte ich einen Arzt zu dieser Zeit, der hat sich interessiert für meinen Fall und der hat gemeint, nein, da müssen wir was unternehmen, das gibt's doch nicht. Und der hat mich dann nach Innsbruck in eine Rehabilitationsklinik bringen lassen, der wurde ich nächsten Tag schon abgeholt. Das war in Bad Hering in Tirol. Und dort gab es wiederum diesen Primararzt. Und für den war ich ein besonderer Fall, ein ganz besonderer Fall. Und er hat gemeint, ich käme jetzt so quasi in Quarantäne, damit mich niemand berührt und nichts, weil die geringste Berührung kann die totale Lähmung sein. Für den war ich wie eine, ich weiß nicht, wie die sagen soll, wie Phänomen, das vom Himmel fällt. Mit diesen Verletzungen, also hat noch niemand überlebt, geschweige denn, ich sitze da in diesem Rollstuhl und er operiert mich. Habe ich gesagt, ja, das kann ich mir nicht leisten, ich habe die Finanzen nicht. Hat er gesagt, nein. Für mich, hat er gesagt, ist das eine Riesenherausforderung und auch für die gesamte Klinik. Sowas hatten wir noch nicht. Na, dann begann der Weg, Vorbereitungen etc. etc. Und dann stand der OP-Termin und dieser Professor hat dann gesagt, die Operation ist sehr, sehr waghalsig. Also wenn ihm etwas passiert als Chirurg, ist es sowieso die totale Lähmung sofort. Und wenn dem Narkosearzt was passiert, der sofortige Tod. Und das war an einem Donnerstag. Und so spät, Freitag macht er so schwere Operationen nicht mehr. Außerdem hat er gemeint, müssen Sie mich ja nach Hause bringen. Ich hatte ja 3 Kinder. Ich hab sie noch immer. Ja. Ich habe 3 Kinder. Ja. Und ich muss Testament machen und so weiter. Und wie alt warst du damals? Da war ich 37. Okay. Es war im Jahr 1990. Ja. Und ja, ich wurde nach Hause gebracht und so weiter und habe das gemacht. Natürlich meine Gefühle, aber in mir war immer so ein Streben und so ein positives Denken und so ein Wille. Ich will weiterleben, ich will alles überstehen, ich will das einfach.
und habe so gekämpft mit mir, in erster Linie für meine Kinder und natürlich auch für mich. Und dann kam der Tag, ich wurde abgeholt und in die Klinik gebracht. Ja, OP-Termin, es waren nicht ganz 10 Stunden OP-Zeit. Und als ich das erste Mal wieder wach wurde, war mein erster Gedanke, ich muss meine Zehen probieren, ob ich sie bewegen kann, weil dann habe ich es geschafft. Und das war auch so. Und ja, natürlich, dann begann schon ein großer Leidensweg, muss ich schon sagen, mit sehr viel Schmerzen und sehr viel. Aber das war für mich irgendwo eine Herausforderung. Ich will das und ich will das und ich muss wirklich sagen, ich will, dass viele Menschen so denken, wenn man kann wirklich viel schaffen. Mhm. Und, ja. Und als ich dann das erste Mal wieder, ich bekam dann mal Urlaub, 2 Wochen von der Rehabilitation, kam nach Hause, ich habe mich so gefreut, meine Kinder und so weiter, das war einfach so schön und ich muss sagen, wenn man wirklich so fest an sich glaubt und sowas will, das ja, versetzt man Berge, man versetzt Berge. Nach dem Unfall, also vor 15 Jahren habe ich aufgehört auch zum Rauchen. Ich das war ist auch spannend, ja. Starke Raucherin, eigentlich schon. Ja. Und eines Tages dachte ich mir dann so nicht mehr. Ich will unbedingt diesen Klimmstängel wegbringen. Und habe dann von einer Sekunde auf die andere aufgehört und ja. Würde bedeuten, dass man eigentlich alles erreichen kann, das ist nur eine Kopfsache. Das ist eine totale Kopfsache, wirklich eine totale Kopfsache und natürlich schon ein bisschen Selbstdisziplin. Mhm. Und ja, dann geht's von alleine. Du hast eine sehr, sehr liebe Freundin, also eigentlich seid ihr seit 15 Jahren, glaube ich, oder vielleicht ein bisschen länger sogar, die allerbesten Freundinnen, du hast sie mitgebracht, die Maria. Ja. Die Maria, die dich sehr bewundert. Was bewunderst du an der Franziska so? Ja, sie ist sehr aufgeschlossen. Dann ist sie sehr humorvoll, ehrlich. Mhm. Und wir verstehen uns sehr gut. Und wir lachen sehr viel zusammen. Bist du auch so ein Mensch, der einen starken Willen hat? Ich bin auch so. Und wir haben sehr viel gleiche Meinungen. Mhm. Und darum wahrscheinlich verstehen wir uns so gut. Und was hast du erreicht mit eisernem Willen? Ich habe 2 Lungeninfarkte gehabt, ich habe Gehirnblutung gehabt und ich habe dann, also 2, die Nierenversagen sozusagen gehabt und habe dadurch jahrelang Dialyse gehabt und habe eine neue Niere bekommen und ich brauche es nicht wiederholen. Ich denke genauso wie meine Freundin, sehr positiv und ganz, ganz fest und ich habe einen Sohn und nur für den habe ich gekämpft, denn jetzt war es an alleine. Aber das ist toll. Großartig. Ja, wahrscheinlich geben sich auch sehr viele Menschen zu schnell auf, Franziska. Also es wird wahrscheinlich Typen geben, die nicht an sich glauben. Also gerade so zum Krebserkrankungen und so, wo man dann sagt, na, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und ja, leider Gottes. An was das liegt, kann ich nicht wirklich beurteilen. Vielleicht haben die Menschen nicht so wirklich die Aufgabe im Leben, für jemanden da zu sein. Dabei hättest du zum Beispiel auch Lust, für jemanden da zu sein. Nur was die Männer anbelangt, will es nicht so klappen, gell? Naja. Ist so einfach, oder wie? Na, das ist nicht so einfach. Nö. So eine fesche Frau, na was? Oh, danke. Wo liegt das Problem? Ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich zu liebevoll oder zu aufmerksam oder vielleicht, ich weiß nicht. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Oder zu stark, weil du weißt, was du oder willst. Oder weil ich so positiv bin, genau. Mhm. So positiv und einfach so, wenn ich wirklich was Vernünftiges, sage ich mal, in den Kopf setze, und das schaffen will, ja, und bei den Männern vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ich bin natürlich offen, ich wäre offen. Wo bist du denn zu Hause? In Gmunden?
Ja, gewohnt im schönen Gmunden am Traunsee. Ja, und ja, mache natürlich viel Wanderungen, Nordic Walking, Radfahren, am also See sehr unterwegs. Aktiv. Ja, schon. Und möchtest wahrscheinlich dort auch wohnen bleiben? Also wegziehen magst du nicht? Das muss nicht unbedingt sein. Mhm. Nö. Ich habe in meinem Leben mich sehr oft verändert. Okay. Ich bin eigentlich auch sehr flexibel. Mhm. Und ich sage immer, wenn es so macht, Klick macht ist es, dann ist es egal, wo ich wohne. Ist doch. Na gut, wer weiß, was passiert nach der Sendung. Ach so. Ja, man weiß es nie. Ja. Man weiß es nie. Dann hole ich mir den nächsten Gast, der Georg Fraberger. Den kennen Sie vielleicht schon aus den Medien. Der hat unter schwierigsten Bedingungen einen eindrucksvollen Weg hingelegt. Ich freue mich sehr, dass er endlich zu uns gekommen ist. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Georg, wir müssen von vorne beginnen. Mit deiner Geburt und mit deiner Kindheit in Wirklichkeit. Du bist ohne Beine und ohne Arme auf die Welt gekommen. Ja. Wann war dir bewusst, dass du anders bist als deine Brüder? Das war mir relativ rasch bewusst, aber ich habe das Glück gehabt, dass es zwei Brüder waren. Weil es war mir im Kindergarten, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, oder habe ich mir gedacht, aha, die Mädchen, die kriegen alles, was sie wollen, und wir Buben, wir müssen darum kämpfen. Und relativ lang habe ich die Theorie gehabt, Frauen haben es leichter als Männer und deswegen müssen wir kämpfen. Und so habe ich ein bisschen diesen Kampfeswillen auch bekommen. Und dann erst in der Pubertät habe ich gesehen, dass Frauen eigentlich auch Probleme haben. Und nicht wenige. Nicht? Also. Ist mir dann auch mit Frauen hast du eigentlich nie schwer gehabt, gell? Oder naja. Ich meine, dass man so, du bist Vater von 5 Kindern, ja. Nicht? Was ja großartig ist. Ja. Ich glaube, dazu gibt es 2 Mütter, gell? Ja. Naja. Ich meine, genau, einen Sohn mit meiner Ex-Frau und 4 mit meiner jetzigen Frau. Mhm. Also man kann schon sagen, mein größtes Lebensthema war die Liebe und nicht die Behinderung. Du wolltest eigentlich nicht Psychologe werden? Also das war nicht unbedingt dein Berufswunsch? Ja, also nicht jetzt als Jugendlicher. Das ist jetzt nicht die Art von Männlichkeit, von der man träumt als Jugendlicher. Aber ich habe gelernt, das auch zu mögen oder eigentlich zu erkennen, hoppla, darin liegt vielleicht doch mein Talent. Mhm. Und dann habe ich das nutzen müssen. Mein zweites Talent ist, denke ich, das Fahren, das Rollstuhlfahren, mittlerweile auch das Autofahren. Ich glaube, wenn ich nicht Psychologe geworden wäre, dann wäre ich jetzt Taxifahrer. Was ähnlich ist, ja. Die unterhalten Wie sich auch das? Sehr. Wie geht das Autofahren? Auch mit einem Joystick. Ich fahre mit dem Fuß und das geht auch eigentlich sehr gut. Als deine Brüder Fahrräder bekommen haben und für dich klar war, da komme ich jetzt nicht, das kann ich nicht, das werde ich nicht so schnell lernen. Das war für mich auch ein Punkt, wo ich wirklich lernen musste, zu schauen, wer bin ich denn und welche Rolle habe ich. Und ich glaube, es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann mit einem Fotoapparat ausgestattet wurde und dann habe ich meine Rolle wieder gehabt. Dann war ich genauso wichtig, um darzustellen, was meine Brüder und meine Freunde eigentlich machen. Dann habe ich auch einen Fotokurs gemacht und dann, das war auch eine Freiheit. Mhm. Also es war gar nicht so die Sache, dass ich am Anfang gewusst habe, dass ich fotografieren wollte, sondern mir wurde der Luxus erlaubt, zu schauen, was willst du denn machen, Georg? Mhm. Ja. Und heute bist du nicht nur Psychologe, sondern du bist Buchautor. Ja. Worüber schreibst du? Vielleicht gibt es doch so eine Art Seele in uns, vielleicht ist nicht nur alles Verstand. Weil es ist schon sehr leicht auch zu sagen, ja, wenn man alles will. Aber der Wille, der ist nicht ganz frei. Der ist nicht immer, und woher weiß man schon, was man will, gerade wenn man jung ist. Und so denke ich, dass es in uns Menschen auch eine Seele gibt. Und die ist antreibend. Die gibt uns diese, neben der Liebe, um die es ja hier in deiner Show auch geht, habe ich mir sagen lassen. Immer wieder. Ja. Und ich denke, das ist eigentlich dieses treibende Element. Und das versuche ich in meinen Büchern festzuhalten. Wenn Menschen undankbar sind, unzufrieden mit ihrem Leben, was entgegnest du ihnen?
Undankbar oder unzufrieden heißt nur, dass die sind gedrillt darauf, zu müssen, etwas tun zu müssen, etwas geben zu müssen, ohne etwas zu bekommen. Und was ich ihnen entgegne, ist, dass ich mal frage, was würden sie denn gern bekommen? Was wird denn nicht gesehen? Was wird denn nicht beachtet? Denn wenn sich jemand wo ausgenutzt fühlt, dann heißt das, irgendwo bekommt er nicht das, was er braucht. Franziska? Ja, ich wollte dir was fragen, Georg. Und zwar, bitte. Du hast ja sicherlich auch hin und wieder einmal Tiefpunkte gehabt in deinem Leben, das kann ich von mir auch behaupten. Natürlich. Und wie hast du dich da wieder nach oben getrieben? Also mir hilft sehr, Musik hilft mir, die Opern. Ich bin auch gerne in die Oper gegangen, sehr gern, vor den Kindern. Jetzt, wo die Kinder klein sind, ist das fast unmöglich. Und da geht es ja auch immer um die Liebe. Und das ist eigentlich schon auch schön zu sehen. Und was mir sehr geholfen hat, die Oper, die ich fast am meisten gesehen habe, die war Parsifal. Und da gibt es den Satz, nur der reine Tor erlangt Erlösung. Und das hilft mir auch. So denke ich mir, manchmal ein Narr zu sein, ist gar nicht so schlecht. Ja, ich habe nämlich auch die Musik, die war für mich auch irgendwo ein Lebenselixier. Ja. Die hat mich sehr unterstützt. Und darf ich dir noch was fragen? Bitte, ja. Und zwar deine Kinder, wie haben die das so aufgenommen, wie's das so miterlebt haben, beziehungsweise verstanden haben? Unser Papa sieht irgendwo anders aus als andere Papas. Ja, die müssen schon immer erklären, gerade wenn es um Schule geht oder Kindergarten. Da erklären die den anderen schon. Und bei mir sind sie relativ großzügig, die Kinder. Aber ich bemerke auch, die orientieren sich auch schon sehr an anderen. Also der eine, das hat mich wirklich fast erschreckt, weil ich mir denke, ich erziehe sie frei. Und eines Tages wollte der Vierjährige einen Rock in den Kindergarten anziehen. Und meine Frau und ich sagen, nimm nicht den bequemsten. Aber wir hätten ihn gelassen und dann sagt die Schwester, nein, mach das nicht, um Gottes Willen. Die Buben, die lachen dich aus und die sind gemein zu dir. Und das habe ich wirklich schade gefunden, weil ich mir denke, wir sind so frei und ab Kindergartenalter nehmen wir uns die Freiheit gegenseitig. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich bitter. Wie hast du denn deine Frauen kennengelernt? Also deine jetzige? Also meine jetzige habe ich übers Internet kennengelernt, weil ich schon gearbeitet habe. Ja, ansonsten... Warst du Online-Dating? Ja, natürlich. Okay. Mein Bruder hat mich angemeldet. Und das war auch sehr nett, die Entscheidung, weil ich dann wusste, also es war für mich relativ rasch klar, ich will den anderen gar nicht mehr schreiben. Ja, das war mein Glück. Georg, wenn man etwas will, kriegt man es, erreicht man es, macht man es möglich? Ich habe lange über den Satz nachgedacht und ich glaube, der Wille allein ist ein bisschen zu wenig. Der Wille allein, da muss schon, es muss wirklich viel mehr dahinter sein. Auch wie ein Drang, wie eine innere Kraft, wie ein Zwang fast. Also nur zu sagen, ich will, das wäre auch gemein, weil damit würde man andere kränken. Vor allem können auch Träume ganz schön platzen, ganz schnell platzen. Bei der Sigrid war das der Fall und sie wird uns gleich von ihrer Lebensgeschichte erzählen. Herzlich willkommen. Sigrid, eigentlich war alles gut in deinem Leben, gell? Glückliche Ehe, Kinder, Haus, alles in Ordnung. Und dann ist was passiert. Mein Mann hat einen schweren Arbeitsunfall gehabt. Und ich muss eigentlich sagen, das hat uns dann sehr den Boden unter den Füßen weggezogen. Warum? Wir haben Haus gebaut, waren eigentlich, haben gesagt, er verdient gut, wir werden das gleich alles erledigt haben. Und dann war eben dieses große Malheur, dass er den schweren Arbeitsunfall hatte und wirklich 2 Jahre dann nicht mehr arbeiten konnte. Und da haben wir wirklich dann ein Glück gehabt. Meine Schwägerin hat in einem Sozialmarkt eingekauft und hat eben gemeint, geh einmal mit. Vielleicht kannst du auch dort einkaufen, weil es uns eben in dieser Situation nicht gut gegangen ist. Mhm. Und ich war dann ein paar Mal mit einkaufen. Und das war dann so, dass die Kassiererin eines Tages eben gesagt hat, ob ich vielleicht einen Nachmittag ehrenamtlich arbeiten möchte. Mhm. Und ich dann gemeint habe, okay, Zeit habe ich, die Kinder sind in der Schule und mein Mann ist ja eh zu Hause.
Und ich werde es machen, weil dann kann ich auch natürlich etwas Gutes beisteuern, indem ich dort arbeiten kann. Durch einen Tag ist leider dann, also leider kann ich mal nicht sagen, ist eine Woche zum Glück eine Woche geworden. Und aus dieser Woche sind jetzt 12,5 Jahre geworden, wo ich ehrenamtlich gearbeitet habe und seit Dezember die Leitung übernommen habe und eigentlich ein ganz ein tolles Team hinter mir habe, wo ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bedanken möchte, zusammen mit meiner ganzen Familie, weil ich sage immer, es geht nur, wenn wir miteinander an einen Strang ziehen und da haben mir wirklich alle sehr geholfen. Und da hast du auch viele Menschen kennengelernt mit den unterschiedlichsten Schicksalsschlägen, gell? Also das war wirklich so, wir haben wirklich sehr viele Menschen, die natürlich finanzielle Schwierigkeiten haben, krankheitshalber und wirklich mit all ihren Kummer zu uns kommen, wo sie wirklich auch Wertschätzungen bei uns miterleben können. Wir können ihnen Ratschläge geben, wir können sagen, sie sollen dort oder da hingehen, wo sie Unterstützung bekommen. Aber da kommt so ein Satz wie, na, wenn man wirklich will, schafft man es nicht so gut, gell? Wenn man gerade ganz unten ist. Nein, und überhaupt eigentlich nicht. Sie wollen eigentlich wirklich Ratschläge von uns und wir sagen, es wird sicher wiederkommen, dass es besser geht. Aber man kann nicht sagen, und das funktioniert absolut aber nicht. Aber inwiefern ist dann der Wille, worüber wir geredet haben, oder so wie die Franziska gesagt hat, der Kopf, wenn man etwas wirklich will, dann kann man sich rausziehen. Wie wichtig ist das? Ja, indem, dass man wirklich eine wirklich starke Familie wie oder das so Netz, wie gell? Das Netz ist wirklich das Wichtigste und ich muss sagen, ohne dem wäre es bei uns nicht gegangen und so gebe ich das eigentlich auch weiter unseren Kunden, die wirklich auch das sehr annehmen. Aber man stumpft nicht ab, oder? Zwischen schon einmal, aber man denkt dann, irgendwie muss es trotzdem wieder gehen. Es gibt immer, Georg, es gibt diese Ideen von, wenn man etwas visualisiert, ja, dann kriegt man das. Oder Buddha, glaube ich, hat das gesagt, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Also die sich irgendwie reindenken und ist das so eine asiatische Denkweise und haben wir das nicht? Ich meine, du hast den Willen schon erwähnt. Kann man wirklich, ist der Mensch zu viel mehr fähig? Naja, im Prinzip ist er schon zu mehr fähig. Aber wir leben in einer sehr, wirklich in einer sehr eingeschränkten, leistungsorientierten Gesellschaft. Ja. Und das nimmt ja jeden Willen. Ja. Das nimmt ja alles. Ne? Wir dürfen ja nur tun, wo wir sagen, das hängt mit Geld und Erfolg zusammen. Das war, denke ich, mein großes Glück mit der Behinderung, dass ich von Anfang an schauen durfte, was will er denn? Ne? So, und dann haben sich die Leute gefreut. Und dann, aber oft wird das nicht einmal in den Schulen wird gefragt, was willst du, sondern du musst ja. Du hast das auch ein bisschen, also dein Schicksal hast du fast als Vorteil gesehen, gell? Mittlerweile ja. Ist mir damals natürlich nicht so vorgekommen, aber aus heutiger Sicht, ja. Du bist auch im AKH? Ich bin an der Orthopädie, an der Universitätsklinik für Orthopädie und dort Psychologe halt. Aber ich meine, du arbeitest auch viel, wenig tust du nicht, ne? So gesehen, ja. Meine Frau hätte gerne, dass ich weniger arbeiten würde. Du arbeitest auch sehr viel, Sigrid, und du hast die Shirin kennengelernt. Ja. Wie kannst du noch erinnern an das erste Kennenlernen? Ja, ich bin eben einkaufen gegangen zu uns und da war eigentlich, wir haben gleich wirklich so eine tolle Sympathie miteinander gehabt und es hat eigentlich wirklich von Anfang an total gut passt und wir sind mittlerweile eben 12 Jahre gut befreundet und gehen auch wirklich durch dick und dünn und sie merkt das sofort, wenn es mir mal nicht gut geht oder ich, wenn es ihr nicht gut geht und wir haben wirklich ein ganz ein tolles Verhältnis. Dann holen wir sie dazu, die Shirin, die auch nie aufgehört hat, an sich selbst zu glauben. Ich freue mich, dass sie da ist. Shirin, seit wann bist du in Österreich? Der Name ist ja nicht so ganz üblich bei uns. Shirin ist persischer Name. Mhm. Aber ja, seit 28 Jahren. Okay.
Du kamst nach Österreich? Nach Österreich, ja. Warum? Mein Ex-Mann hat politische Probleme gehabt und er wollte unbedingt weg. Ich nicht. Ich habe meine Heimat sehr geliebt. Wie war das? Wie war die erste Zeit? Die Sprache konntet ihr ja nicht. Für mich war wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Was war denn das Schlimmste? Das war das Schlimmste, dass ich von meiner Familie weg war, von alles, von Freude, von Familie, Freundinnen, alles war weg. Das ist nichts einfach, dass man alles hinlässt und weggeht. Wie alt waren die Kinder? Wie groß waren die Kinder? Die Ältere war 5 Jahre alt und die Jüngste war 3 Jahre alt. Okay. Na, kleine Kinder auch noch, das ist ja auch Ja, so. Das war sehr schwer, wirklich. Aber ja. Und dann mit der Sprache haben wir angefangen, ja, weil ich habe kleine Kinder gehabt. Wir haben in Steiermark gewohnt, das ist so ein kleines Dorf war. Die Steirer, die man auch nicht, wenn sie nicht Hochdeutsch sprechen. Nein, das war wirklich schwer, aber trotzdem, ich konnte nicht Deutschkurs gehen oder Deutsch lernen. Und ich habe zu Hause angefangen, dass ich Deutsch lernen und relativ, ich war viel besser als mein Ex-Mann. Du, und welche Jobs hast du gemacht anfangs? In Persien habe ich als Kindergärtnerin habe ich kurz gearbeitet und habe ich gelernt. Ja. Und hier natürlich, damals war anderes, wir konnten einen Arbeitsplatz finden, gleich in den Arbeitsplatz kommen. Und ich habe Näherin. Ich habe mich Näherin. Ja, aber ich habe nie Näherin gearbeitet. Ja. Oder ich habe ein bisschen Erfahrung gehabt, aber ganz wenig. Ja. Es war nicht so, dass ich wirklich das habe ich gelernt. Ja. Ich habe für mich irgendwas Sachen genäht und so. Ja, ja. Aber ich habe angefangen, aber das war sehr schwer, das war weit weg war, aber trotzdem 3 Monate habe ich gearbeitet, aber die Kinder waren zu klein, ich konnte nicht so einfach die Kinder alleine lassen und so. Shirin, heute sagst du, Kassiererin ist dein Traumjob. Als ich dieses Jobangebot habe gehabt, ich habe zuerst hab ich gesagt, mein Gott, was ist das überhaupt? Und das habe ich gedacht, okay, ich probiere einmal, schau mal, ich schaffe das oder nicht. Aber ist gleiche Tag, ich habe nur 15 Minuten habe ich gesessen bei Kasse und dann die Publikum und alles. Nee, und dann auch die Freundschaft mit der Sigrid, nicht? Ja, die Freundschaft mit Sigrid dann 1 Jahr später war. Mhm. Sie war da, ist sie mir eingekauft mit der Familie. Sie hat eine große Familie gehabt, Kinder, so kleine Kinder. Wie viele Kinder hast du? Ich habe 2 eigene mit 26 und 20 und 4 Pflegekinder. Aha, okay. Und die kamen dann immer wie die Orgelpfeifen? Ja, genau. Und sie war ganz freundliche und wirklich ganz liebe Familie. Dann habe ich sie einmal gefragt, weil wir haben immer Ehrenamtliche gesucht zum Arbeiten, weil die können nicht so, wir haben nicht so viel Geld, dass ich hier immer viele einstellen. Ja. Finanziell haben wir Probleme. Und deshalb, wir versuchen immer die Ehrenamtliche zu finden und zu uns arbeiten. Ja. Und da habe ich sie gefragt und hat sie gesagt, ja. Und dann ist sie geblieben. Okay. 12, fast 13 Jahre, oder? Und dann ist sie Leiterin geworden. Man muss nur an sich glauben, gell? Ja. Genau. Wir werden gleich eine Frau kennenlernen, die oft für betrunken gehalten wurde, obwohl sie stocknüchtern war. Was dahinter steckt, das erfahren wir gleich. Alles erreichen, was man sich in den Kopf setzt. Darüber reden wir in der Stunde. Wir haben schon viele, viele schöne, spannende Geschichten gehört, wenn Sie von Anfang an dabei waren. Wenn nicht, es gibt noch viele spannende Geschichten heute, aber das war nicht der letzte Tag, wo wir getalkt haben. Wenn Sie mal Lust haben, vorbeischauen wollen im ORF, auf den Künigelberg rauf, wandern möchten, bitte rufen Sie uns an 01886 2747 und die Durchwahl 5776. So, jetzt kommt der Kurt. Für viele Menschen ist er der Ruhestand, eben wie der Name schon sagt, die Zeit, wo man so ruhig angeht, wo man ein bisschen sich ausruht. Und beim Kurt war das ganz anders. Der hat erst im Ruhestand so richtig Gas gegeben. Herzlich willkommen.
Jetzt erzähl ein bisschen. Du bist ein Kind, ein Nachkriegskind, wo damals das Lernen nicht so wichtig war. Die Schule war nicht so wichtig, gell? Es war wichtig, etwas zu essen bekommen. Ja. Und dort das Lernen nebenbei. Es ist nebenbei mitgelaufen, gell? So ist das gewesen. Man hat eigentlich geschaut, die Schulkinder, die daneben, die aus der Landwirtschaft stammen, wenn die weggegangen sind, wenn die Schule aus war, hat man geschaut, in der Bank hat der vielleicht eine Jausen vergessen. Mein Gott, ja. Die hat man geschnappt. Ja. Das war, und ist grand, ne? Das war Überleben. Die hat meistens den Butterbrot oder so etwas hinten gelassen. Ja. Und da hat man mir eigentlich... Das war wichtig. Das dabei, war wichtig. Dabei sagt man ja, dass es am Land noch besser war als in der Stadt. Ja, so ist es ja gewesen. Ja, wie gesagt, und da hat man eigentlich das Lernen, man hat geschaut, dass man immer in die Runden kommt. Das Lernen war schon, aber... Nicht so wichtig. Es hat nicht hingehört. Was hast du denn dann beruflich gemacht? Na, ich war dann Verkäufer. Mhm. Ja, ist Lernen. Ja. Es kommt ja noch die Hauptschule dazwischen. Mhm. Wenn der heute, ist heute gleich wie früher, eine Hauptschule abschließt, dann kann er erst in einen Beruf, einen Lehrberuf einsteigen, sonst geht es gar nicht. Mhm. Und deshalb dazwischen jetzt noch, wie ich Hauptschule gegangen bin, die waren nicht gar gut benannt, die waren nicht mehr schlecht. Und dann habe ich jetzt die Gelegenheit gehabt, nochmals die Hauptschule nachzuholen. Und das habe ich bemüht mich. Da warst du wie alt? Ja, ich war schon über 70 auf jeden Fall. 75 oder was. Super. Ja. Ich lerne eigentlich noch immer. Irgendwo, wenn ich auf jeder fragt mich, für wen machst du denn das? Für wen tust du das? Ich erinnere mich zurück, ich habe eigentlich einen schönen Beruf, dann erarbeitet mir selber. Da hätte man mich wahrscheinlich nie genommen. Weil wenn ich heute schreibe einen Lebenslauf in eine Firma, in die Personalabteilung, was hat denn der getan? Dort einen Kurs, da einen Kurs, Mitprüfung und noch einmal. Ich erinnere mich, der ORF hat sogar gehabt einmal einen Kurs, ORF, wozu glauben? Denkst du, wozu glauben? Das habe ich auch mitgemacht. Und das und noch viele Bausteine, auch vom ORF noch her und noch andere. Okay. Und wenn der das durchliest, dann habe ich mir vorgestellt, dann sagt er, naja, das war doch kein fauler Mensch. Mhm. Und so habe ich mich eigentlich immer langsam hinaufgearbeitet. Das war immer, und ich lerne heute noch, natürlich nicht mehr so gut, wie es war. Aber ja. Mit 75 warst du in der Hauptschule. Ja. Mit quasi Kindern, Jugendlichen, nicht? Ja, ja. Wie ist denn das gegangen? Also ehrlich gesagt, wenn man gesagt hat, wie ich mich als alter Esel oder wie man es so ausnehmen will, ich war nicht eigentlich im Mittelpunkt. Du warst der Star. Die haben immer geschaut, was mache ich. Aha. Und wenn irgendeine Schularbeit war, immer ein bisschen drüber geschaut. Gesagt, wenn du das, hast gelernt. Das, was der macht, wird schon richtig sein. Ja. Nur die Lehrerinnen, die waren ja nicht von gestern. Ja. Die hat schon gesagt, das geht nicht. Daher sitzt. und haben sie dich, weißt ja, du? Das ist wieder getrennt. Getrennt, ja, separiert. Das war getrennt, weil es halt immer, ja, ich erinnere mich noch, eine war dabei, die war nicht so gut. Und die hat dann die Lehrprüfung gemacht für ihre Altenbetreuung. In Feldkirchen ist es eine Schule. Ja. Die hat das alles fertig gemacht. Und das war der Beginn. Den Start hat sie einmal mitgemacht. Konntest du die jungen Menschen auch ein bisschen motivieren, indem du gesagt hast, passt auf, ich habe damals nicht so lernen können. Ja. Schaut auf euch, lernt, es ist so wichtig. Es ist wohl so gewesen, es war hin und wieder eine Kontrolle von der Volkshochschule, ich glaube, aus Klagenfurt oder ich weiß es nicht wo. Und die haben mich als Beispiel hingegeben. Aha. Und was die angemeint haben, das weiß ich nicht, aber einige haben gesagt, ja, ich mache da weiter. Nicht? Wir waren, wie gesagt, für 15, 20 Kinder, Schüler und Schülerinnen. Und hast du dich jung gefühlt? Weißt du, die haben ja andere Themen. Gar nicht. Ich war eigentlich schon, oft haben sie schon gesagt, mit Opa. war so. Ja, Opa, was sagst du dazu? Oder so irgendwie. Nicht? Ich meine, ja, ich habe eigentlich, und die haben mich immer bemüht. Ich habe alle Gegenstände nachgemacht, die es gegeben hat. Ich war nur schwach in Englisch.
Naja. Das habe ich damals schon hinten und ich habe so eine halbe Nachprüfung mitmachen müssen. Ja. Ich habe sie gemacht, aber mit zähe Mühe, mit einer Mühe. Und naja, ich habe alle anderen Gegenstände gemacht, gerne sogar nicht. Und das brauchtest du auch für den Imkermeister, gell? Du bist einer ja, der... Den Imkermeister habe ich auch jetzt erst gemacht, vor kurzem. Das ist, wie soll ich denn sagen, ein Imkermeister darf, ist in der Lage, einen Jungen auszubilden. Ja. Einen Lehrling. Ich müsste Großimker sein, dann könnte ich das mir leisten. Aber das ist ein schöner Beruf, ne? Aber das würde gehen, das geht schon. Ja, und jetzt habe ich diesen Imkermeister auch noch machen können. Den habe ich allerdings in Niederösterreich gemacht, Richtung St. Pölten, weil da in Kärnten war die keine Möglichkeit, weil das Lehrpersonal war nicht vorhanden. In der Zwischenzeit gibt es das schon auch wieder nicht. Ich meine, aber das habe ich auch noch mit einem hohen Alter gemacht, noch nicht. Ja. Wer wirklich will, erreicht alles im Leben? Naja, also ich habe immer die Zeit ausgenutzt. Ich erinnere mich, die Kurse, die waren sehr teuer früher. Ich hab die B-Matura gemacht. Die Kurse, die waren teuer. Da sind wir gesagt, habe ich Gottes Willen, das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Jetzt fährst du dann durch und du hast umsonst so viel Kosten ausgegeben. Ja. Heute ist das günstiger. Und diese Hauptschule, die war kostenlos. Man hat nur einen Anerkennungsbetrag hat man leisten müssen und das habe ich endlich gemacht. Und das habe ich endlich durchgezogen, weil ich gesagt habe, von damals, ich will besser werden. Und das habe ich erreicht. Du müsstest eigentlich als gutes Beispiel in die Schulen gehen, wo die Kinder nicht lernen wollen. Ne? Und dann sagen... Ja, solche waren genug dabei. Ich habe ein Beispiel noch, da waren zwei Mädchen dort. Da sagt die eine, ja, ihr könnt das und das machen. Da sagt die eine, brauchst du die Hauptschule? Und da sagt die Freundin, na, ich auch nicht, hat sie gesagt, dann gehen wir wieder heim. Das war so die Vorstellung. Yeah. Es hat sich jeder müssen eine Vorstellungsgespräch führen. Und die haben gleich von vornherein gesagt, das brauchen wir nicht. Ja, es ist aber so. Yeah. Nicht so, aber wie gesagt, hättest du sagen müssen, ihr habt die Chance. Ne? Ja, so also, ist es, genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, sicherlich, ja. Ich hole noch die Birgit dazu. Birgit, die ist heute hier, um mit einem ganz bestimmten Vorurteil aufzuräumen. Herzlich willkommen. Birgit, die selber ein Baby unterm Herzen trägt, gell? Ja. Wird uns jetzt gleich... aus Ihrer Kindheit erzählen, die nicht so einfach war, weil du Stotterin bist. Ja, also ich bin Stotternde und das war eben als Kind ein bisschen stärker als jetzt. Mhm. Also jetzt sagen viele, du stotterst ja gar nicht und man hört ja nichts und so. Aber als Kind war es offensichtlicher, also es waren wirklich so Wiederholungen von Vokalen. Ja. Und es ist halt so das, was jeder unter Stottern versteht und so, wussten dann alle und konnten halt auch gut, ja, also irgendwie das dann imitieren und so. Also das weil war es halt so leicht ist. Es, ja. Also es bietet eine gute Angriffsfläche, sag ich mal. Genau, um quasi ausgespottet zu werden, ausgegrenzt zu werden, nehme ich mal an. Teilweise. Aber ja, halt. Kinder können schon sehr garstig sein. Ja. Also das ist ja, man sucht sich halt das, was offensichtlich ist. Und das ist halt beim Stottern. Du hast auch einen Film darüber gemacht, um mit einem Vorurteil aufzuräumen. Nämlich dem Vorurteil, dass man, und das hast du oft erlebt auch, dass man Stotterer entweder als dumm hinstellt oder in deinem Fall betrunken. Nicht? Ja, also das kam halt manchmal, weil bei mir eben dieses, also so ein Glucksen hörbar ist, ja. Und dann spricht man halt mit Pausen und es ist halt nicht einzuordnen. Das ist dann nicht mehr dieses offensichtliche Stottern, sondern da ist irgendwas und man weiß nicht, was es ist. Und jetzt denkt sie aber lange nach oder sie ist betrunken oder so. Solche Dinge waren das halt, ja. Eben und diese Vorurteile, dass Stottern der halt eben nicht so ganz intelligent sind oder so, damit wollten wir auf jeden Fall aufräumen.
Ja. Aber ich kann mir vorstellen, das muss schon sehr, also wirklich in einem, also ärgerlich sein, wenn man will ja reden und dann sagt das Gegenüber vielleicht, naja, sind Sie betrunken? Also ich glaube, ich kann mir vorstellen, weil du bist vielleicht vom Wesen her anders, aber dass das schon wütend macht, oder? Ja, also wütend war ich viel. Kann man vorstellen. Also es ist natürlich, du willst reden und du kannst nicht, weil das Stottern dich daran hindert. Das ist mal das Erste. Mhm. Und wenn dann noch irgendwie Reaktionen kommen, die halt nicht angemessen sind, aber auch, weil man es halt nicht besser weiß, weil ich sage jetzt mal, die meisten meinen es ja auch gut. Aber dann ist es halt auch, wenn mich jemand nicht ausreden lässt, dann bin ich schon wieder wütend, weil ich weiß, was ich sagen will, es dauert halt ein bisschen länger, ja. Und damit muss man halt umgehen. Und das macht auch jeder anders, ja. Mein Weg war dann halt, dass ich sage, ich rede jetzt, ja. Musst jetzt ein bisschen warten, aber ich werde es jetzt zu Ende reden, ja. Also das war aber was ich gelernt. Nicht von Anfang an gemacht habe, ja. Sondern gelernt habe, ja. Aber das ist etwas, was du dann quasi vorher schon gesagt hast mit, bitte gib mir Zeit, weil ich stottere, dass der andere, oder hast du, weil es gibt ja kein Patentrezept dagegen, oder schon? Nein, das ja. gibt's nicht. Das ist ja auch, jeder Stotternde geht ja auch anders damit um. Das ist ja, jeder geht mit seiner Sache, die ihn irgendwie anders und besonders macht, ja. anders um, weil es natürlich auch eine große Charaktersache ist, ja. Für mich war das halt so, ich wollte halt nicht mehr, wenn jemand sagt, hast du Schluck auf? Und ich immer so, nein. Und dann halt nicht mehr drüber reden, das wollte ich halt nicht mehr. Irgendwann war dann halt, dass ich gesagt habe, nein, ich bin nicht betrunken, ich stotter eben. Und dann ja. wurde der Spieß so ein bisschen umgedreht. Ja, das ist auch nicht sehr nett, ja. aber es war halt für mich dann so ein bisschen der freie Schlag. So. Aber wenn man es jetzt nicht weiß, ja, also wenn man es gar nicht weiß, würde man nur denken, na ja, du überlegst vielleicht, ne? So diese Gedankenpausen, hin und wieder, aber da muss man sich, ich konzentriere mich jetzt darauf, nicht? Also weil ich warte oder so. Ja. Aber in Wirklichkeit hast du es gut wegbekommen, nicht? Ja, also es ist jetzt momentan sehr wenig. Mhm. Also ich meine, momentan kann man auch nicht sagen, ich war im Radio neulich und es war so dermaßen stark, da war ich wirklich entsetzt. Also es kommt und geht, wie es will, man weiß es einfach nicht. Also es hängt von vielen Faktoren ab und jetzt bin ich halt gerade entspannt. Okay. Und dann geht es ganz gut. Mich. Ja. genau. Das freut mich, ja. ja. Gab es, Birgit, irgendein Erlebnis in deinem Leben, das dich stärker gemacht hat? Oder wo du gesagt hast, so und jetzt zeige ich es allen und mache einen Film oder denk anders drüber? Also ich glaube, es war eine Entwicklung in Schritten. Mhm. Also dass man wirklich, wenn man wieder eine Situation hat, wo man dann irgendwie wieder zurückgeworfen wird, dass man wieder aufsteht und sich denkt, jetzt erst recht. Also beispielsweise, das kommt auch im Film vor, war ich halt so Pair in Belgien. Und die wussten von meinem Stottern, ich habe es ihnen gesagt, sie haben mich kennengelernt, alles in Ordnung. Und dann am dritten Tag sagen sie, ja, unsere Kinder, die haben jetzt auch Silben wiederholt, das haben sie vorher nicht gemacht. Die übernehmen dein Stottern, du musst sofort nach Hause fahren, hier ist dein Ticket. Und da denkt man sich dann schon, hä? Ja. Also wie geht das irgendwie? Mhm, und da war ich dann schon wirklich am Boden. Also das ist halt was, weil... Das ist schon wieder ein Dämpfer. Ja, wenn jetzt jemand gesagt hätte, wir finden dich doch nicht so sympathisch, weil du zu viel redest oder weil du zu viel lachst oder was weiß ich, dann denkst du... Oder weil die Kinder mit einem nicht können. Ja, was weiß ich, ist ja wurscht. Aber halt das, womit man schon immer irgendwie herumkämpft, das ist dann genau der Grund, wieso man dann nach Hause muss. Das war halt dann... Okay. Aber gut, ich meine, dann... habe ich halt ein paar Wochen gebraucht und bin dann aber nochmal nach Brüssel gefahren zu einer anderen Familie. Also es war dann so die Wahl, was mache ich jetzt? Ja. Jetzt habe ich es versucht, okay, dann lasse ich es halt oder ich versuche es halt nochmal, weil... Nie aufgeben, gell, Franziska? Genau, genau, also beachtlich. Was sagst du zu den beiden Gästen? Ich habe dich jetzt gar nicht gefragt. Ja, also ich muss schon sagen, also der Kurt... Also beachtlich, dass man mit so einem Alter das noch holt und das gibt dann, glaube ich, so einen Aufschwung im Leben wieder. Total, also denke ich halt drüber. Und auch bei der
Birgit? Birgit, ja. Ich habe selbst einen Cousin gehabt, der hat gestottert. Und da haben wir uns auch immer bemüht, mit ihm so umzugehen. Und je mehr wir ihn motiviert haben, umso besser war der. Und dann hat er wieder Tiefschläge gehabt. Aber der hat auch nicht aufgegeben. Also toll, ganz toll. Echt. Ja, super. Lieber Dr. Dieter Schmutzer, wie geht man mit Menschen mit Handicap um? Ich denke, worum es geht, ist so diese Unsicherheit. Also viele Menschen sind ja nicht bösartig oder dumm, sondern unsicher. Und ich höre das sehr oft und Sie werden das vermutlich doch bestätigen. Wenn ich unsicher bin, ist das Beste zu sagen, du, ich weiß nicht, wie ich mit dir umgehe, was wünschst du dir? Da sind wir nämlich bei dem Wünschen, ja? Dass man mich fragt, was willst du eigentlich? Und Sie haben es ja vorhin angesprochen, fragt ja keiner. Ja? Wir erfahren immer nur, was erwartet wird, aber nicht, was möchtest du? Und wenn ich jemanden frage, was erwartest du von mir? Wie möchtest du, dass ich mit dir umgehe? Was wünschst du dir? Weil ich weiß es nicht genau, dann habe ich eine Chance zu wachsen und was zu lernen. Und dann kann der andere auch sagen, was er wünscht oder will. Und dann können wir sozusagen auf dieser gleichberechtigten Ebene in Kommunikation treten. Ich meine, in Zeiten von sozialen Medien, dass die Welt ein Dorf wird, ist ja auch, was Birgit gemacht hat, wahnsinnig spannend und klug, einen Film zu machen über das Stottern, das Kindern in Schulen zu zeigen, damit man schon von klein auf weiß, hallo, da braucht man gar nicht mehr fragen, bist du betrunken? Genau. Sondern dass man weiß, es gibt aber Menschen, die... Genau, ja, und das ist aber genauso dieser Zugang, nicht zu sagen... Auf der einen Seite, man darf mich fragen, auf der anderen Seite geht es schon auch darum, dass ich offensiv damit umgehe. Und Sie haben es vorhin so gesagt, ja, ist zu sagen, ich bin jetzt offen, ich stottere. Damit nehme ich natürlich Wind aus den Segeln und kehre es ein bisschen um, weil dann der andere sozusagen mir ein Stückchen folgen muss und nicht die Person bin, die immer hinten nachläuft, um zu erfüllen, was wer andere von mir erwartet. Ja. Also ich glaube, das ist so die wesentliche Geschichte, dass man, wenn man etwas möchte, nicht alles erreicht. Man, dann hätte man so Allmachtsfantasien. Und wenn es dann nicht gelingt, heißt es, du bist zu dumm und hast es nicht geschafft. Aber wir erreichen ganz viel und vor allem viel mehr, als wir glauben. Wenn zu diesem wirklichen Willen dann halt auch noch Vertrauen dazu kommt. Liebe haben wir oft gehört. Und wenn es einen Sinn gibt, warum ich das möchte. Also Viktor Frankl, Existenzanalyse, dem Leben einen Sinn geben. Das heißt, wenn ich für mich einen Sinn entdecke und sage, das ist ein Grund, warum ich das machen möchte, wegen der Kinder, aber bitte, bitte immer auch wegen mir, damit ich ein gutes Leben habe, diesen Sinn zu geben, dann versetzen wir vielleicht nicht den Mount Everest, aber doch das eine oder andere Gebirge. Und wie setzt man die Ziele am besten um? Also man erreicht vielleicht nicht alles. Man erreicht nicht alles. Ich denke, das Wichtige am Ziel ist einmal, dass ich formuliere, sozusagen so präzise wie halt möglich, aber, und ich glaube, das Wesentliche ist, dass ich nicht sage, ich beginne hier bei Null, dort ist das Ziel, da stürme ich hin, sondern dass man das Ziel vor Augen hat und sozusagen sich Etappenziele setzt. Man sagt, ich mache mal den ersten Schritt, weil der dritte vor dem ersten geht eh nicht. Und dann gehe ich vielleicht einen zweiten und dann habe ich etwas geschafft und ich darf das auch genießen und ich darf auch einmal innehalten und sagen, boah, super, da ist mir was gelungen. Jetzt verschnaufe ich und genieße und bin ein bisschen stolz. Und das Ziel habe ich ja nicht vergessen. Da gehe ich weiterhin. Und manchmal muss man auch einen kleinen Umweg gehen. Und vielleicht auch nicht unbedingt auf die anderen hören, die einen ein bisschen bremsen wollen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass bei einigen Gästen, vielleicht auch beim Kurt, viele gesagt haben, na, was tust du denn das jetzt auch mit 75? Natürlich. Das ist doch lächerlich, bitte. Also es ist sicher sinnvoll, auf andere zu hören, aber nur in dem Sinne, dass mich die vielleicht auf etwas aufmerksam machen, was ich selber nicht sehen kann. Aber wenn ich etwas möchte, wenn ich für mich einen Sinn darin sehe, wenn ich es wirklich will, dann sagt jemand, das schaffst du nicht, ja, oder so. Dann sagen wir, okay, das ist deine Meinung, ich habe eine andere. Und sei es nur, um dir das Gegenteil zu beweisen. Ne? Und wie stark können Gedanken wirklich sein? Weil dieser Satz eben, mir gefällt das schon sehr, sehr gut. Ja, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Mhm. Vor allem bei der Franziska, die so einen starken Willen hatte. Ja. Also kann man wirklich... Also ich glaube, man kann sich auf jeden Fall motivieren. Ich glaube, das ist das, was Gedanken gut können. Zu motivieren. Und Gedanken, es geht ja mehr als nur um Gedanken, ist ja mehr als nur der Logos. Ja? Mhm. Es geht auch, Sie haben es vorhin gesagt, so Seele oder...
auch dieses, diese Liebesenergie, die ist ja da inkludiert. Und da denke ich schon, dass wir uns da sehr stark motivieren können und dass wir vor allem, also vor allem auch in eine Sache hineingehen, wo wir sagen, ich will es schaffen. Es wird mir etwas gelingen. Mhm. Ja? Und ich denke, da sieht es und sagen, wenn ich es mir vom All wünsche, wird es schon passieren, das ist ein bisschen zu wenig. Also, vielleicht nicht zu so viele Wünsche auf einmal. Eher und das ist das, ein Ziel zu formulieren und auf dem Wege dorthin, Etappenziele. Ja. Und es gibt ja auch Wünsche, die sich auf dem Weg zum großen Ziel erfüllen, ohne dass ich vorher daran gedacht habe. Genau. Dankeschön. Und bei allem Wünschen und Hoffen den Mut nicht verlieren. Also Mut ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Zumindest öffnet er die Türen, kann die Eintrittskarte sein. Vielleicht nicht der Garant, aber die Eintrittskarte in ein neues Leben. Ihnen wünsche ich viel Mut. Ich hoffe, Sie haben die Sendung so genossen wie ich. Danke an meine Gäste für Ihre Lebensgeschichten. Machen Sie es gut. Baba. Verraten Sie uns, wann es besser ist, eine Beziehung zu beenden, unter 0900 91 0098, wenn es heißt, ich habe mich aus Liebe getrennt.